Hallo, liebe Leute, und willkommen zu. Vielleicht sollte ich eher sagen, willkommen zurück zu XCOM 2. Vor einem halben Jahr hatte ich es schon mal versucht. Da wurde mir noch ordentlich Sand ins Getriebe gestreut. Ich war da gerade beim Umstieg auf einen neuen Rechner und der hatte tatsächlich, als er hier das erste Mal bei mir ankam, ziemliche Probleme. Ja, wie sich später herausgestellt hat, war einer der RAM-Riegel tatsächlich so stark beschädigt, dass einfach mal spontan immer wieder der Rechner ausging. War keine schöne Zeit, deswegen praktisch mittendrin, als dann auch XCOM 2 rauskam, hatte ich periodisch halt immer mal wieder, musste ich. Ich glaube, ich habe dreimal den Rechner gewechselt innerhalb von 2 Wochen oder so. Das war echt ekelhaft und das hat mir da echt volle Pulle ins Spielvergnügen gespuckt. Aber an sich war ich so gehypt auf das Spiel und ich denke mir, ja, jetzt nach einem halben Jahr kann man doch mal wieder reinschauen, gucken, ob da nicht wirklich mal was draus wird aus diesem Let's Play. Und schöne Sache, XCOM 2, wow, ups, Entschuldigung, das ist gerade was Großes aufgeploppt. XCOM 2, man hat sich ja, also die Entwickler haben sich von XCOM 1 ja viele Beschwerden noch angehört und zu ziemlich mitgekriegt, aha, die Modding-Community war bei XCOM 1 extrem kreativ. Ein großes Stichwort ist da die Long War Mod, die ich selber nie gespielt habe. Aber ich habe sehr viel Gutes davon gehört und auch gesehen. Obwohl dieses Spiel, also XCOM 1, Enemy Within, Enemy Unknown, extrem katastrophal schlecht zu modden war. Ja, es gab wirklich kaum wirklichen Support dafür. Vielmehr haben die Leute dann halt mehr oder weniger das Spiel gehackt. Aber das fanden die Entwickler gut, denn das, was dabei rauskam, war auch wirklich gut. Es war das bessere XCOM sozusagen. Aber sie haben sich gesagt, hey, beim nächsten Mal machen wir es besser und deswegen hat XCOM 2 halt viel, 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 viel besseren Modding-Support und deswegen spiele ich auch im Prinzip, ja, das letzte halbe Jahr mehr oder weniger mit Mods, weil es wirklich XCOM 2 ist nicht perfekt. Ich finde es tatsächlich besser als das Vanilla XCOM Enemy Within, Enemy One, Unknown. Ich habe auch schon einiges anderes gehört, aber ich finde es tatsächlich besser. Aber es macht längst nicht alles perfekt. Und es gibt halt viele kleine Sachen, die einfach Modder mal eben schnell reinhacken können und dann läuft das. Eins bei Sachen hat tatsächlich auch das Hauptdevelopment-Team von XCOM 2, also die wirklichen Entwickler, haben da auch schon ein, zwei Kritikpunkte entgegengenommen und definitiv geändert. Aber hier ist mal so eine kleine Übersicht. Overwatch All Others, sehr, sehr praktisch, wird später nützlich. Ein paar Accessories, einfach nur, damit die Leute hübscher aussehen. Stop Wasting My Time ist super. More Maps ist immer gut. Show Me Your Skills, Uniforms Manager, Expanded Call Signs und Nicknames, weil wir wollen absurd bekloppte und wirklich tolle neue Spitznamen für unsere Charaktere. Perfect Information. Ach ja, genau. Trefferchancen darstellen. Evac All, auch sehr, sehr nützlich. Was haben wir hier noch? Ja, komm. WAS, Custom Gear ist auch cool. Hide Squad Select Health Bars. Achso, ja, genau, weil ich eine andere Mod da habe. Das Monty Python Mo Voice Pack, keine Ahnung, ob ich es benutzen werde. Ich fand die Idee nur so geil. Show Health Values, genau, zeigt Zahlen an. Persistent Bullet Shells, damit wir so richtig viel durch die Bullet Casings durchstapfen müssen am Ende einer auf anstrengenden Mission. Und Tactical UI Kill Counter, weil ich keinen Bock habe, mir aufzuschreiben, wie viele von den 15 Sektoiden ich jetzt schon umgenickt habe. Und dann gehen wir mal ins Spiel und ich muss mal kurz. Ja, jetzt seht ihr mein Steam. Hey! Nein, ihr sollt XCOM sehen. Seht ihr XCOM? Nein, ich sehe es aber auch noch nicht. Das ist also. Ja. Ja, lädt irgendwann mal, hoffentlich. Ah, da werden wir mal. Funktioniert doch. Ich glaube, ich muss ein bisschen leiser stellen, zumindest für euch. Ich will auch, dass man mich hört. Zum Glück dauert das Laden an sich nicht besonders lange. Behaupte ich jetzt mal. So, geht doch. Dann schieben wir mal ein bisschen, einfach ein bisschen leiser. Leiser, als ich es eigentlich spielen würde, aber einfach, damit ihr mich verstehen könnt.
Ich glaube, das bleibt alles so, wie es sein soll. Ja, passt schon. So, neues Spiel, genau. Ich habe das Spiel tatsächlich schon einmal durchgespielt auf dem Schwierigkeitsgrad Veteran. Ja. Und jetzt will ich auf Commander durchspielen. Das heißt, es wird sehr viel Blut fließen. Im Übrigen, wenn ihr mitmachen wollt bei XCOM, gerne schreibt in die Kommentare, wenn ich einen Charakter nach euch benennen will, schreibt vielleicht auch noch welche Klasse dazu und so. Und vielleicht ein bisschen, wie er aussehen will. Vielleicht auch noch eine kleine Biografie, das ist ja natürlich immer wieder cool. Dann noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen dazu haben. Tobt euch aus. Und es kann auch gut sein, dass ihr drauf geht, dass das gesamte XCOM-Projekt scheitert. Ich bin nicht extrem gut, würde ich gleich mal so sagen. Aber wie gesagt, ich habe es einmal auf Normal durchgespielt. Was kann schon schief gehen? Spielen wir auf Commander-Schwierigkeit. Moment, eine Sache wollte ich nochmals gucken. Einsteigertexte brauche ich nicht und Tutorial brauche ich auch nicht. Untertitel ja, weil ich werde ohne Iron Man starten. Einfach weil Bugs gelegentlich passieren und dann will ich nicht doof rumstehen. Ich werde beide DLCs aktivieren, denn inzwischen sind ja zwei offizielle DLCs rausgekommen. Und die sind auch ziemlich cool. Gemäß der Versprechen an die Menschheit werden bis zum Ende des Jahres 12 neue Gentherapiekliniken in ausgewählten Städten eröffnet. Trotz des versuchten Angriffs einiger Randsubjekte wurden die Operationen in der Pariser Einrichtung zum Glück nicht beeinträchtigt. Als Antwort auf den grundlosen Angriff kurz vor unserer geliebten Feier richtet der Redner einige Worte an uns. Einige Dissidenten wiederholen sämtliche Fehler der alten Welt. Während wir einen wohlwollenden Erlöser feiern, der nichts als Freundschaft und Mitgefühl anbietet. Und doch könnten diese trivialen Taten niemals das Band zwischen der Menschheit und den Ältesten durchtrennen. Friedenstruppen haben vorsorglich bereits mehrere landesweit bekannte Kollaborateure verhaftet. Advent versichert allen Bürgern erneut, dass die heutigen Feierlichkeiten wie geplant stattfinden werden. Perfekt. Die Advent-Verwaltung ermutigt Sie dazu, alle verdächtigen Vorkommnisse der nächsten Friedenstruppe zu melden. Sie hatten recht. Heute sind sie wirklich voll beschäftigt. Konzentration. Los, Gate Crusher. Noch 60 Sekunden. Genau, ich werde wahrscheinlich die großen Haupt-Cutscenes mit durchlaufen lassen. Einfach, falls manche Zuschauer sie nicht kennen. Aber nicht alles Kleinste. Aber die wirklich coolen Sachen schon, ja. So. Die erste Mission. Meine Güte. Jetzt muss ich wieder mit den Popelwaffen umgehen können. Ah. Menace 1-5, wir haben
Gehen Sie zur Zielposition vor und platzieren Sie die X4-Ladungen. So. Für alle, die komplett neu sind bei XCOM und XCOM 2 im Speziellen, das ist hier ein Gefechtseinsatz, das heißt, wir haben hier eine Gruppe von 4 Leuten, ne? Ich kann jeden einzelnen anwählen, relativ klassisch. Das ganze Spiel, der ganze Einsatz läuft rundenbasiert ab, das heißt, ich habe jetzt mehr als genug Zeit, um mir auszusuchen, wo ich nicht meine Charaktere schicken kann. Innerhalb des blauen Rahmens kann ich mich ganz normal bewegen und danach eine weitere Aktion tätigen, Entschuldigung. Aber ich habe noch diesen orangefarbenen Rahmen, da kann ich rennen, aber wenn ich gerannt bin, kann ich keine weitere Aktion durchführen. Meine Soldaten haben allesamt Waffen und zum Teil auch noch Granaten und weiß der Teufel, was später alles noch dazu kommt. Aber das kommt halt alles später. Das ist unser Missionsziel für diesen Einsatz. Wir sollen alle feindlichen Ziele ausschalten und X4-Ladungen hier an dem Monument platzieren. Und ja, ich glaube, der Rest, der zeigt sich so im Laufe des Spielens. Hier sieht man schon eine meiner ersten Mods, ne? Kill Zero, Active Zero, das ist der Kill Count. Das heißt, ich muss mir nicht irgendwie auf einem Stück Papier aufschreiben, wie viele Gegner ich jetzt eigentlich schon ausgeschaltet habe und wie viele gerade schon aktiv sind. Aktuell sind die Gegner nämlich nicht aktiv, sie wissen nicht genau, wie wir sind. Und deswegen können wir sie womöglich überraschen. Aber wenn wir Pech haben, dann überraschen sie halt auch uns. So. Und das ist auch ein Aspekt, der mir schon mehrmals um die Ohren geflogen ist. Auch in der vorigen Kampagne, als ich auf normal gespielt habe, praktisch. Hui. Übrigens, die XCOM-Soldaten können natürlich aus dem 4. Stock springen und sich nichts dabei tun. Ich wünschte, ich könnte das auch. Wir sind gerade verdeckt, das heißt, meine Soldaten können sich halt verstecken, wenn sie in Deckung gehen. Deckung sind diese Schilde, ne? Halber Schild, halbe Deckung ist nicht ganz so gut. Voller Schild heißt gute Deckung, das heißt, da bist du sehr, sehr gut vor Feindfeuer geschützt. Aber man kann sich da halt auch sehr, sehr gut verstecken. Wohin mit dir? Die Frage ist ja, die Sache ist ja die, ich will nicht zu weit nach vorne vorstoßen. Ich will den Feind schon, also die Feindposition finden. Da sind sie. Ich hoffe mal, das ist nicht zu leise. Werde ich mir gleich mal angucken nach der ersten Aufnahme. Kriegen wir schon hin. Genau, da sind die Advent-Truppen. Man merke, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, ich weiß gar nicht, wie der heißt, haben die normalen Advent-Trooper genau 3 Hitpoints. Das ist so viel, wie man mit einer Splittergranate runterballern kann. Das heißt, man kann jeden Advent-Trooper mit einer Splittergranate töten. Auf dem etwas schwierigeren Schwierigkeitsgrad geht das schon nicht mehr. Da kann man kann mit Splittergranaten zwar 4 Punkte Schaden anrichten, aber das ist ziemlich unwahrscheinlich. Das heißt, man kann halt selbst die Anfangsgegner nicht einfach mit Granaten wegsnipen. Das geht einfach nicht. Und das ist, ich habe tatsächlich schon angefangen auf dem auf dem schwierigeren, ist das Commander? Ich glaube, auf Commander-Schwierigkeits zu spielen und es ist nicht ganz ohne und in den ersten paar Missionen sind mir tatsächlich die Soldaten reihenweise umgefallen. Einfach, weil ich nicht so einfache Lösungen finden kann. Am Anfang ist man in XCOM immer so underpowered. Das ist schrecklich. So, ich will mich, renne ich hier hin? Ich könnte ja zu dem Auto rennen. Ich glaube nicht, dass sie mich dann entdecken. Ja, dieser rote Bereich, dahin können die gegnerischen Soldaten sehen. Ich glaube ein... Ja, es ist riskant. Es ist riskant. Ich gehe das Risiko mal ein. Und einen meiner Soldaten halte ich dann hier oben auf dem Dach. Dann haben wir einen deutlichen Vorteil beim Schießen. Sie sind bei der Zielposition. Ja, ja, bla. Halt die Klappe, Central. Irgendwie hacken alle immer auf Central Officer Bradford rum. Womöglich, weil er einfach katastrophal nervig ist nach dem 2. Mal durchspielen. So, und hier haben wir tatsächlich einen Kontakt, aber ich werde tatsächlich hier Feuerschutz alle geben. Das kommt durch eine Mod dazu. Yay! Das heißt, ich muss jetzt nicht bei jedem meiner Soldaten einzeln Feuerschutz verborgen drücken, sondern ich kann einfach einmal sagen, hey, Feuerschutz, alle. Und das war unsere Runde. Und die Feinde haben sich nicht bewegt. Okay.
Das heißt wahrscheinlich, sie bleiben auch stehen. Es sind drei. Das ist auch nicht ganz ohne. Für alle, die nur XCOM 1 kennen, vielleicht von meinem vorigen Let's Play. Schamlose Selbstwerbung. Wir sind aktuell versteckt. Das heißt, obwohl wir halt die Gegner sehen, sie sehen uns nicht. Das heißt, wir können uns erstmal positionieren, wie wir wollen. Und sie halt auch flankieren, und zwar schamlos. Ja, ich glaube, ich gehe hier hin. Das sieht nach einer gar nicht mehr schlechten Position aus. Ich weiß, bei der ersten Mission gibt es noch einen zweiten Port, also eine zweite Gruppe an Gegnern. Die ist immer da. Und sie enthält eigentlich auch immer einen Offizier, also keinen Standardsoldaten, sondern jemanden, der etwas mehr drauf hat. Ach, die Deckung ist so lausig hier. Es ist echt Kacke. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich glaube, ich gehe nochmal auf Feuerschutz. Okay, sie rühren sich echt nicht von der Stelle. Die drei stehen schon sehr, sehr nah beieinander. Deswegen würde sich womöglich eine Granate lohnen. Entschuldigt übrigens, wenn jemandem schlecht wird, weil ich die Kamera so viel drehe, aber das habe ich mir irgendwie angewöhnt. Ich krieg leider nicht gleich alle drei mit der Granate. Aber zwei würde ich auf jeden Fall sehr, sehr stark beschädigen. Ich glaube, ich werde tatsächlich. Fange ich mit einer Granate an? Granaten sind eigentlich besonders am Anfang des Spiels sehr, sehr nützlich, um gegnerische Deckung zu zerstören. Viel zu wertvoll, um sie eigentlich einfach nur irgendjemandem an den Kopf zu werfen. Aber ich glaube, ich werde hier auf Feuerschutz gehen. Kann man besser machen, aber ich weiß nicht genau. Und hier auf Feuerschutz gehen. Und hier eine Granate den Typen an den Kopf werfen. Aber es kann jetzt schon sein, dass jemand drauf geht gleich. In der nächsten Runde. Ich muss sagen, die allererste Mission ist auf Commander-Schwierigkeitsgrad gar nicht ohne. Okay, unsere Overwatches triggern. Ja, einer ist weg. Hey, Loot. Fat Loot. Meep. Okay, ich glaube, den Typen da hinten, den können wir flankieren, wenn wir uns hier aufstellen. Außerdem sind wir dann in guter Deckung. Klingt nach einer guten Idee, wie ich finde. Ja, Flankierung. Oh, 67%. Ich hasse Rekruten. Ich hasse sie wie die Pest. Komm schon, Baby. Jawoll. Kritischer Treffer. Nice. Und eine Beförderung. Das heißt, sie ist beim nächsten Einsatz keine Rekrute mehr. Ja, okay. Okay, er flankiert uns. Und tot. Bam! Ja. Ich habe nie gesagt, dass ich besonders gut bin. Ich habe nur gesagt, dass ich die Kampagne einmal auf Standardschwierigkeit durchgespielt habe. Ah, so schnell kann es gehen. Besonders, wenn man keine fortgeschrittenen Panzerungen hat. Ach, auch nicht mal ein Kill. Normalerweise sind Advent Trooper so Lulli, ja, also so richtig Gegner. Oh, joa, Squish. Weg. Das Blöde ist halt, selbst wenn ich ihn flankiere, ich habe keine Garantie, dass sie trifft. 61% auf die Distanz in halbe Deckung. Das ist so lächerlich. Ich will ihm schon fast am liebsten eine Granate an den Kopf werfen. Außerdem will ich die Beute einsammeln. Wisst ihr was? Ich mach das. Ich habe auch noch Angst, dass wenn ich mich hierhin bewege, dass ich hier den zweiten Port aufdecke.
Aber ich befürchte, da bleibt mir nicht viel übrig. Okay. 85% Trefferchance. Okay, immerhin eine gute Nachricht heute. Yay, Beförderung. Beförderung für alle. Du kriegst eine Beförderung? Du kriegst eine Beförderung? Und einfach immer Feuerschutz, falls der zweite Port vorbei schlendert. Das Dumme ist halt wirklich, wir müssen in dieser Mission tatsächlich alle Gegner töten. Es wäre mir am liebsten, wenn ich einfach nur das X4 daran klatsche und abhauen würde. Hey, ein Stecher. Ein Stecher ist gut. Also, auf mehrere Arten und Weisen. Wenn ihr versteht. Aber nein, der Stecher ist ein Aufsatz für die Waffen. Dazu sind... Kommen wir später nochmal. Ah, fuck. Ich glaube, ich sollte mir in diesem Let's Play gar nicht erst zurückhalten. Ich sollte einfach fluchen, was ich kann. Fucking hell. Jetzt habe ich sie getrackt. Wird ja ein guter Auftakt. Ich werde den Typen versuchen zu flankieren. Dann muss er sich bewegen. Außerdem bringt sie mir da oben auf dem Dach nicht viel. Und dann bewegen wir einfach unsere Ärsche in gute Deckung und hoffen, dass wir nicht getroffen werden. Wir werden aber definitiv getroffen, weil ich bei XCOM notorisch viel, viel Pech habe. Was? Okay, markiert ist eine Fähigkeit des Offiziers. Sorgt dafür, dass alle Treffer auf dieses Ziel deutlich bessere Chancen haben. Ja, ihr könnt sehen, 35% Trefferchance. Auch eine Mod, sehr, sehr nützlich. Hey, wir wurden nicht getroffen. So, der Offizier ist mein Prioritätsziel. Ich glaube mal aus verständlichen Gründen. Hier müsste ich ihn eigentlich flankieren. 7 Trefferpunkte, guckt euch das an. Ich glaube, unsere Gewehre können nicht mal 7 Trefferpunkte Schaden verursachen. Das heißt, ich muss mit 2 Leuten diesen Offizier angreifen. 81% Trefferchance. Wir könnten ihn wahrscheinlich mit einem kritischen Treffer töten. Okay, vergesst es. So, und dich jetzt auch noch dahin. Das ist der zweite Flankierungsangriff. Okay. Eine eklige Sache an Advent-Offizieren. Man kann es tatsächlich auch sehen, wenn man ganz, ganz genau hinschaut. Wenn ihr jetzt daran zoomen würdet, dann könnt ihr sehen, dass er tatsächlich der Offizier tatsächlich eine Granate am Gürtel hat. Und die kann er tatsächlich einsetzen. Offiziere besitzen Granaten und das ist ekelhaft. Das ist wirklich grauenhaft. Das wäre jetzt so eine Position, wo ich mir überlegen muss. Mache ich einen Feldposten oder schieße ich? Aber ich glaube nicht, dass sich der Advent-Soldat groß bewegen wird. Deswegen werde ich tatsächlich einfach den Schuss nehmen. Und treffen. Leider nicht töten, aber immerhin treffen. Okay, er bewegt sich. Er flankiert aber niemanden von uns. Braucht er auch nicht, er trifft doch so. Na, nehmen sie jetzt auseinander? Ja. Das ist die erste Mission. Oh, fucking hell. Entschuldigt bitte, aber... Ich hätte sie jetzt wenigstens getroffen, aber nein... Ja, gib mir anständige Waffen und Soldaten, dann mache ich das hier. Ugh. Ich gehe jetzt tatsächlich in halbe Deckung, weil ich einfach die Gegner ausschalten will. Wehe, du triffst nicht, wehe, du triffst nicht, wehe, du triffst nicht. Geht doch. Oh. Ein Schlachtfest.
Hey, sie steht noch. So. Sie müsste nachladen, aber ich habe eine viel bessere Idee. Also das lief wirklich schlecht, dass ich in den zweiten Port einfach reingelaufen bin. Das war schlecht. Ah, Granaten. Und ich habe noch eine. Hier, fang. Okay, das wäre das. Ich hasse Rekruten. Ich hasse sie so. Yeah, wir haben die erste Mission geschafft. Boah, ich hätte sie definitiv besser machen können. Aber naja. Da müssen wir durch. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen mehr zurücknehmen. Ich hatte bei der Mission eigentlich unbegrenzt viel Zeit, aber naja. Schnarch. Ich weiß, es gibt einen Shortcut, um den Ladebalken, den Ladebildschirm im Prinzip zu überspringen, aber naja, ganz sicher ist er nicht. So, da werden wir wieder. Zwei gefallen, eine schwere Verwundung. Ach. Ein Scharfschützen! Yay! Oh ja, yeah, Pistolen. Truppsicht, sehr schön. Und Unterstützung, okay. Okay, sehr schön. Leider keinen Stürmer und keinen Grenadier. Das ist schlecht, muss man so auszudrücken. Ja, zum Forschungslabor. Beeindruckend, nicht wahr? Er kann unglaublich viel Energie erzeugen. Und er ist für Menschen völlig harmlos. Wenn man das nur auch vom Rest der Alien-Technologie behaupten könnte. Commander, Dr. Richard Tigan, Wissenschaftsoffizier. Ich bin für unsere gesamte Forschung hier verantwortlich. Und auch für die Operation, die Sie kürzlich durchgemacht haben. Das ist mein Labor. Wenn man so will. Ich weiß nicht, was Central Ihnen gesagt hat, aber wir fanden etwas, als wir Sie aus dem Alien-Stasis-Anzug holten. Ein Gerät, das in Ihren Okzipitallappen implantiert war. Wenn ich Zugang zur Ausstattung hätte, die mir während meiner Zeit bei Advent zur Verfügung stand, wüsste ich bereits, wie es genau funktioniert. Aber mit etwas Zeit und Ihrer Zustimmung, Commander, werde ich es herausfinden. Was mich gleich zu einem weiteren Punkt bringt. Auch wenn Teile dieser Einrichtung echt beeindruckend sind, bin ich nur ein Mann. Mit zusätzlichem Personal und mehr Ressourcen könnte ich das Tempo unserer Forschungen erheblich beschleunigen. Bis dann, Commander. So. Ja. Wissenschaftsoffizier Teigen, sehr schön. Er freut sich kennenzulernen. Wir kennen es schon. Genau, hier können wir unsere Forschung durchführen. Nuklearwaffen, Hybridmaterialien. Ach. Macht das einen großen Unterschied? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist relativ egal, was ich zuerst erforsche. Hybridmaterialien führt schnell zu Panzerung.
Ich glaube, ich will möglichst schnell Rüstungen erforschen. So, ich glaube, wir gehen jetzt nochmal schnell durch die großen Bereiche durch. Okay. Ich habe deine Repulsoren mit Teilen ihres alten Antriebs versehen. Das sollte dein Stabilisierungsproblem lösen. Komm schon, Rover. Das wird schon. Commander, unsere Technik mit ihrer zu verbinden ist nicht so leicht. Lily Shen, Schiffsingenieurin. Zu ihren Diensten. Sie haben wahrscheinlich meinen Vater erwartet. Nach allem, was passiert ist, hat Central wohl noch nichts gesagt. Er ist tot. Dad hat alles getan, um uns so weit zu bringen. Das ganze Schiff ist sein Lebenswerk. Ich weiß, er hätte ihn gerne selbst alles gezeigt. Er hat viel von ihnen erzählt. Aber ich werde das beenden, was er angefangen hat. Sieht nicht so aus, aber ich kann von hier aus so ziemlich alles herstellen, was sie brauchen. Und mit etwas mehr Hilfe wären sie erstaunt, was ich für sie tun kann. War mir eine Ehre, sie kennenzulernen. Commander. So. Chefingenieurin Lily Shen, auch kennengelernt, sehr schön. Ich brauche sofort Medikits. Und Blendgranaten. Ach du meine Güte, ja, Blendgranaten. Lebensretter in diesem Spiel. Warum? Dazu kommen wir wahrscheinlich das erste, wenn ich sie das erstmal einsetze. Kann ich eigentlich Alien-Trümmer wegräumen? Nein, ich habe keine Ingenieure. Hm. Genau, das ist unser Raumschiff. Und, naja. Es fliegt nie im Weltraum in diesem Spiel, aber es war mal ein Alien-Raumschiff und die Menschen haben es mehr oder weniger gekapert. Dummerweise ist einiges an Schrott zurückgeblieben, den wir erstmal wegräumen müssen, um neue Einrichtungen bauen zu können. Baue ich gleich die GTS Guerilla-Taktikschule sehr, 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 sehr nützlich. Ich glaube ja, weil ich die Aufrüstung haben will. Ich hätte bei den Reparaturen sicher viel Zeit einsparen können, wenn ich wüsste, wie man ihre Sprache übt. Okay. Sehr schön. Commander, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Willkommen auf der Brücke, der Schaltzentrale unserer Operation. Die Aliens haben unsere ganze Welt in ihrer Hand. Advent kontrolliert alles. Regierung, Kommunikation, Industrie und auch das Militär. Es liegt an uns, das alles zurückzuholen. Zeit und Ressourcen sind knapp, Commander. Sie müssen entscheiden, wie wir beides am besten nutzen. Das Schiff gehört Ihnen. So, und damit sind wir auch auf der Brücke angelangt, na endlich. Eine verlassene Kolonie, wo wir Rekruten bekommen, sehr schön. Aber nicht gerade jetzt. Genau, und damit werden wir, glaube ich, erstmal diese Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet weiterhin ein, wenn, ja, noch mehr draufgehen. Wie gesagt, wenn ihr bei XCOM mitmachen wollt, im Prinzip als Soldaten, dann schreibt unten in die Kommentare. Ich packe euch ein als Charakter ins Spiel hinein. Einen weiß ich schon, der auf jeden Fall reinkommen will. Ich werde mir jemanden geeigneten aussuchen. Bis dann, bis zur nächsten Folge. Einen schönen Tag noch.